Willkommen wieder zum Grabbelcafé Online mit einer neuen Ausgabe. Wir haben wieder ganz verschiedene Themen heute für euch und ich hoffe, es macht euch wieder genauso viel Freude wie uns. Heute ist wieder Grabbelcafé-Stunde. Wir wollen wieder einige Themen besprechen miteinander, die vielleicht junge Familien so beschäftigen. Heute geht es nochmal ums Schlafen, das hatten wir ja schon mal angesprochen, aber heute wollte ich jetzt gerne nochmal wissen, wie ist denn das? Schläft das Kind besser auf dem Rücken oder auf dem Bauch oder auf der Seite? Was sollte ich beachten, wenn ich mein Kind schlafen lege? Genau, heute haben wir uns ein paar Babys besorgt. Im Moment wird die Rückenlage empfohlen zum Schlafen. Das liegt an den Richtlinien gegen den plötzlichen Kindstod. Wir legen die Babys flach ins Bett. Das Bett sehr gerne im Elternschlafzimmer. Es gibt jetzt auch so Babybetten, die man nebendran stellt. Und legen unser Kind in einen Schlafsack. Warum? Warum in einen Schlafsack? Damit es sich die Decke nicht überzieht und erstickt. Ja. Kann auch gut die Temperatur damit reguliert werden, weil man das Kind entsprechend anziehen kann und anpassen kann, ob Sommer oder Winter ist. Die Rückenlage zum Schlafen nachts wird empfohlen. Man sieht sehr häufig Kinder, die einen abgeflachten Hinterkopf haben, weil die Eltern Angst haben, das Kind irgendwie anders zu legen. Also die Kinder können ja schon sehr früh auch ihren Kopf drehen, das dürfen sie auch. Da muss man keine Angst haben, das heißt, man macht keine Rolle um den Hinterkopf, dass der gerade liegt, sondern lässt das Kind seinen Kopf drehen. Wir haben auch Babys, die tagsüber etwas auf der Seite liegen und schlafen. Und man kann tatsächlich im Beisein tagsüber das Kind mal auf den Bauch legen und schlafen lassen. Sollte man nachts nicht tun, aber tagsüber ist es kein Problem. Und es bedeutet nicht, dass das Kind den ganzen Tag auf dem Rücken liegen muss. Wichtig, um diesen flachen Hinterkopf oder überhaupt um die Muskulatur zu stärken, ist das Kind auch zu halten, verschiedene Positionen einnehmen zu lassen. Die Kinder lieben es, auf den Beinen zu liegen. Oder man legt sie aufs Bett und setzt sich davor und dann hat man das Kind genau in Augenhöhe. Das ist eine ganz neue Perspektive für das Kind. Und sollte das Kind einen flachen Hinterkopf bekommen, dann muss man das beim Kinderarzt ansprechen. Es kann eine Überstreckung sein. Und die kann krankengymnastisch oder osteopathisch behandelt werden. Manche Familien haben auch einen flachen Hinterkopf. Das sieht man bei den Kindern dann einfach deutlicher, weil die noch nicht so viele Haare haben. Dann ist es was ganz Normales. Also nicht jeder flache Hinterkopf ist behandlungsbedürftig. Das ist ja sehr beruhigend. Bauchlage tolerieren manche Kinder nicht gern. Es ist unheimlich anstrengend, wenn ein Kind auf dem Bauch liegt. Hier jetzt mal ein Baby, das ist ganz müde und lässt den Kopf fallen, kann den Kopf gar nicht heben, um dem ein bisschen Unterstützung zu geben. Kann ich eine Rolle machen mit meinem Handtuch und lege die unter die Arme. Und dann hat das Baby die Möglichkeit, den Kopf zu heben und es ist weitaus weniger anstrengend. Diese Haltung in Bauchlage und die Arme nach vorne nehmen, die Arme abzustützen, braucht das Kind in seiner Vorstufe zum Krabbeln. Die Muskulatur wird gestärkt und so kann das Kind lernen zu krabbeln. Manche Großeltern sagen auch, dass die Kinder früher gekrabbelt sind. Liegt vielleicht auch einfach nicht nur am Vergessen, wie das wirklich war, sondern an dem Untergrund. Als ich ein Kind war, gab es ganz viele Teppichböden. Heute hat jeder Fliesen, Parkett oder Laminat. Da rutscht das Kind einfach weg. Hier auf einer
auf dem Teppich oder einer Krabbeldecke kann das Kind nicht so leicht wegrutschen und es kann tatsächlich früher krabbeln oder früher diese Bewegungen machen. Deswegen sollte man das Kind auch mal auf den Spielteppich legen oder auch aufs Bett in Bauchlage. Und dann kann man auch so ein bisschen hinten an den Füßen festhalten und dann kann das Kind in den Vierfüßlerstand und kann sich bereit machen zum Krabbeln. Was man auch sehr häufig sieht, ist, dass die Kinder hochgehoben werden. Wenn ich jetzt das Kind allerdings nicht hebe, sondern drehe, dann lernt es diese Drehbewegung und stärkt wieder die Muskulatur, weil das Kind selbst was machen muss. Es kriegt nicht alles abgenommen. Wenn ich das Kind hochhebe und muss es unterstützen, mache ich die ganze Arbeit für das Kind. Wenn ich das Kind aber über die Seite drehe, muss es seinen Kopf schon mal halten, soll auch was arbeiten, nicht nur ich soll arbeiten, und drehe es rum und stärke die Muskulatur. Und auch hier wieder wie immer der Appell, keine Panik, liebe Eltern, wenn das Kind der Nachbarin etwas früher krabbelt als das eigene. Wir geben da keine Tipps, was die Altersklasse angeht. Jedes Kind hat sein Tempo und seine Zeit, wann es denkt, ich möchte jetzt krabbeln. Genau, da ist die Spanne auch groß, dafür fängt das andere früher an zu erzählen oder das andere ist in allem später. Das ist ganz individuell. Und krabbeln oder laufen lernt jedes Kind, das muss man auch nicht beibringen. Mal wieder den Buch, jedes Kind kann krabbeln lernen. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt wieder ein paar Impulse mitnehmen können, dass euer Familienalltag noch etwas entspannter wird. Ich bin Ute Detweiler. Und ich bin Katja Hesch und wir freuen uns, wenn ihr das